Es ist zurzeit wirklich krass, Digga. Ohne Spaß, was alles passiert. Ich mir hier die Richard Mill gezogen habe, Jungs. Und mein scheiß Auto abgegeben habe, ist einfach nur frech, Mann. Leute, ich sag euch ehrlich, mich schickt es einfach zu hart, was gerade zurzeit abgeht. Ich rede nicht nur von mir. Ich rede davon, dass bei vielen anderen Leuten gerade auch extrem komische Dinge passieren. Es fühlt sich wirklich so an wie ein großer Dings, der gerade auf alle niederkommt, Digga. Man hört so dies von KS, man hört dies von Justin, man hört noch von anderen Leuten, Dinge, die im Background abgehen und so. Es ist zurzeit wirklich krass, Digga. Ohne Spaß, was alles passiert. Aber irgendwie nehme ich das auch so wie so eine Art Bewegung mit und sag mir so, Digga, raus aus der Scheiße, Digga. Alle motiviert an einem Strang ziehen. Ich bin ja eher so die Fan davon. Bist aber tot gerade. Ja, ich bin schon tot, aber ich lasse mich nicht unterkriegen, Digga. Was heißt tot? Schwere Zeiten gibt's immer. Aber shall I the way, man, in den schwierigen Zeiten. Dann wirst du in den guten Zeiten nur noch besser. Ja, Song ist... Warten wir mal aufs Musikvideo. Können wir uns gerne nochmal ganz geben. Luca mit 5 Euro. Trifft man euch mal in der Schweiz an. Weißt du was? Es interessiert mich nicht. Dann interessiert es mich auch nicht. In der Schweiz sind wir selten, aber Schweiz komme ich auch gerne. Schweiz ist geil, Digga. Alter, der Supreme Causer mit 5 Euro. Kuss, Kuss, Kuss. Stell dir deinen Vibe für... maximales Feeling und gönne diesen Songs von Dreikutt, Digga. Song gucken wir uns vielleicht nachher noch an. Ich rufe ihn mal auf, Digga. Ich danke dir auf jeden Fall für die 5 Euro, Bro. Alter, Knossi hat mir geschrieben. Ah, okay. Knossi war zugange mit seinem Kind. Deswegen, wir respektieren das, dass er nicht konnte. By the way, wusstest du das wissenswert an YouTube? Einer der 5, wie es um dich ging. Okay, wissenswert hat anscheinend ein Video gemacht. Das können wir uns ja gerne angucken. 7 peinliche Aktionen, mit denen sich bekannte Promis blamierten. Ah, hoffentlich wohl jeder hat schon mal einen Moment miterlebt, der einfach nur äußerst peinlich war. Wenn man dann noch prominent ist und dabei gefilmt oder fotografiert wird, kann eine peinliche Situation in sozialen Netzwerken schnell mal viele Millionen Menschen erreichen und einen guten Ruf völlig ruinieren. Willkommen bei Wissenswert. Wir zeigen euch... Nee, bin ich nicht dabei, oder? 6 reiche YouTuber, die ihr Geld für verrückte Dinge. YouTuber, das ist doch kein richtiger Job. Kann man denn damit überhaupt Geld verdienen? Wer sich auch nur ein bisschen mit YouTube, Social Media und Influencern auskennt, weiß, dass man dazu gar nicht mehr viel sagen kann, außer vielleicht... Denn Influencer und vor allem YouTuber verdienen teilweise heute inzwischen mehr Geld als Schulleiter, Politiker, Ingenieure oder sogar ja, die dazugehörigen Videos investiert. Allerdings muss man diesbezüglich auch erwähnen, dass sich ihre Investitionen in ihre Musik auch bezahlt machen. Du bist kein Promi, eben, da fängt's ja schon an. Alleine mit einem Auftritt soll sie bis zu 10.000 Euro Gage verdienen. Die Nummer 4 belegt Nikolas Lazarides, den meisten wahrscheinlich besser... Wahrscheinlich Nikolas Lazarides, Digga. ...bekannt als InScope 21. Seit seiner Kanalgründung im Jahr 2010 wurde InScopes Kanal zu einem der meistabonnierten Kanäle Deutschlands. Mit lustigen Comedy-Videos, aber auch mit Lifestyle-, Fitness- und Business-Content und schließlich auch mit Livestreams erreichte er so über die Jahre Millionen von Menschen. Auch wenn sich dies für ihn schon sehr lohnte, nutzte Nico seit der Gründung seiner GmbH im Jahr 2015 zusammen mit dem Fitness-YouTuber Tim Gabel seine Reichweite, um auch weitere Projekte ans Laufen zu bringen. So vertreibt er neben Nahrungsergänzungsmitteln und Fitnesscoachings zum Beispiel auch eine eigene Modelinie. Bei all diesen Einkommensquellen lagen seine monatlichen Einnahmen zwischenzeitlich sogar im 6-stelligen Bereich. Mit seinem Reichtum stellte er über die Jahre hinweg auch schon die ein oder andere extravagante Sache an. So erzählte er in Livestreams, wie er teilweise regelmäßig für mehrere hundert Euro mit seiner damaligen Freundin Mrs. Bella essen ging und sich zum Beispiel auch Hotelübernachtungen im Wert von 2000 Euro leistete. Und auch darüber hinaus gab er in... Cringe, Digga. ...enorm viel Geld für Luxusgüter aus, wie zum Beispiel verschiedenste Luxusuhren und Autos wie etwa einen Mercedes S63 AMG, sowie für die Miete seines Luxusapartments in der Stuttgarter Innenstadt. Erst neulich legte er sich außerdem eine Richard Mill im Wert von 160.000 Euro zu. Ja, stimmt! Ganz vergessen, dass ich mir hier die Richard Mill gezogen habe, Jungs. Alter, ey, ich hab's eben gar nicht mehr daran gedacht, dass ich die Richard Mill gekauft habe. Hä, was ist das für ein beschissen recherchiertes Video? Ich versteh's auch nicht, was soll ich? Die Hässlinge! What the fuck? Meint er das jetzt gerade ernst? Ein Preis, zu dem man beispielsweise auch ein Fertighaus bauen lassen könnte. Ohne Grundstück, versteht sich. Ich warte hier gerade noch auf das große Kappa.
Trotz dieser materialistischen Beschaffungen sagte Nico in einigen Videos und Livestreams aber auch, dass er solche Luxusgüter zwar wertschätze, ihnen aber nicht oder nicht mehr so eine große Bedeutung gibt. So nutzt er einen Teil seines Geldes zum Beispiel auch, um seinen Vater bei der Renovierung des Ferienhauses der Familie in Griechenland zu unterstützen. Alter, Paradise Dope mit 2 Euro. Danke der Digga von damals nochmal. Sitzen. Auf der Nummer 3 kommen wir zu... Wissenswert, ganz kurz, bitte. Eine Sache, wissenswert. Bitte, tut mir einen Gefallen. Tut mir einen Gefallen und tut euch bitte auch selber einen Gefallen. Ich finde es ja cool, dass ihr solche Videos macht und es ist auch immer wieder amüsant, das anzuschauen. Aber Digga, ins Internet zu setzen, dass ich mir eine 160.000 Euro Uhr gekauft habe, wo ich hier sitze und verfickt nochmal ausgezogen bin aus meinem Apartment und mein scheiß Auto abgegeben habe, ist einfach nur frech, Mann. Wie kommt ihr zur Annahme, dass ich mir diese Uhr gekauft habe? No joke. Also ich wünsche mir da wirklich von so einem Kanal wie Wissenswert, der echt, guck mal, der Kanal hat 773.000 Abonnenten, okay? Ich gehe auf den Kanal drauf und ich sehe, die Videos machen teilweise echt richtig stabile Views. Guck mal, 938.000 Views hier auf dem Video vor einer Woche hochgeladen. Die Videos machen teilweise echt stabile Views, okay? Wie kann es sein, dass so ein großer Kanal so eine wichtige Information, die auch noch im Thumbnail hier, die wird auch noch im Thumbnail wird die Information benutzt, einfach komplett falsch ausrecherchiert ist? Verstehe ich nicht sowas. Und keine Ahnung. Das ist für mich einfach nur so, kann man den Videos von Wissenswert trauen? Sind die Informationen, die in den Videos vorkommen, richtig? Nö. Was heißt, strike das weg? So, an sich juckt mich das ja nicht. Aber ich denke es mir halt so, es ist halt für Wissenswert an sich extrem schlechte Promo, wenn man halt weiß, dass die Informationen, die in den Videos rausgesucht werden, einfach stellenweise einfach falsch sind. Das heißt, ja nicht nur, dass die bei meinem Video Recherche fehlen. Ich habe keine Wohnung mehr, ich muss Fahrrad fahren, kein Auto. Du kaufst dir 160k an Richard Mill, du bist so ein Fotze, Alter. Hier wieder noch ein bisschen Tim-G-Humor im Video mit dabei. Danke dir, Digga. Also, da muss ich sagen... Wissenswert macht Video-App gekauft. Nee, also ich find's halt problematisch für Wissenswert, weil wie willst du jetzt, nachdem du weißt, okay, die haben da einen Fehler gemacht, vielleicht da einen Fehler gemacht, die haben auch schon in anderen Videos Fehler gemacht, wie willst du den Kanal noch ernst nehmen, wenn die Facts raushauen, wo nicht sicher ist, dass die stimmen? Finde ich problematisch, Digga. Also finde ich, müssen die Videos besser ausrecherchiert werden, sonst macht das alles keinen Sinn. Wissenswert direkt deabonniert. Digga, das war nicht mein Ziel, dass du den Kanal deabonnierst. Ich sag einfach nur, gut gemeinter Rat von mir an Wissenswert. Wie gesagt, mich juckt es jetzt nicht, dass sie da über mich eine falsche Information rausgeballert haben. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich keine hässliche Richard Mill für 160k kaufe. Also nichts gegen Richard Mill, aber die Uhr, die da gezeigt wurde, ist komplett hässlich. Es ist halt einfach nur für die irgendwie problematisch, wenn halt Leute sehen, okay, die labern halt einfach mal kurz an Scheiße. Oh Gott, Erik vorhin mit seiner 10-Euro-Donation. Fortnite 961. Die 961 steht bestimmt für den Paragraph 961 Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen. Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt und wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt. Erik, bitte halt einfach dein Maul, Digga. Laber uns hier nicht mit so einer Scheiße voll, Digga. Es ist wirklich katastrophal. Also ich weiß nicht, das ist meine Meinung über das Video. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, perfekt. Danke dir, Erik. Wirklich. Pack das ins nächste Video. Ihr habt recht. Ich lad's runter. Reichtum stellt ja... So nicht! Warte, ich muss mir gleich kurz vorstellen, wie das aussehen wird im Video. Real Talk, wo wohnst du jetzt? Gedulde dich noch bis morgen. Morgen wird's aufgelöst. Ja, Mitch hat Real. Tüte, wir haben es gelesen. Danke dir für den guten Job, Digga. Fischi mit 5 Euro. Wenn welche die Urgroßväter der COD-Community sind, sind es InScope, Max FPS, Under Serial und Commander Krieger. Ich will niemanden als Urvater oder was weiß ich hinstellen, aber die ersten, die ich kannte, waren Dipsy 007, Under Serial, Tio aka True Cry, GSSD und Dr. Kaboom. Und hier. Und Benny und ich mit InScope 21. Ich glaube, davor war auch noch. Wer war noch da? Ich weiß nicht. Elotrix war der, hatte der davor schon seinen Channel? Das waren die, die ich zu der damaligen Zeit kannte. M-Core ist erst später gekommen. Zumindest habe ich erst den später auf dem Schirm gehabt. Aber ist doch scheißegal, wer wann da war. Krieger ist auch erst später gekommen. Genau, jetzt pass auf den Einschnitt nochmal. Über die Jahre hinweg auch schon die ein oder andere erschienen. Ein Preis. Erst neulich legte er sich außerdem eine Richard Mill. Jo Leute, was geht ab? Ich bin pleite und hier der Beweis. Ich legte er sich außerdem eine Richard Mill im Wert von 160.000 Euro zu. Alles klar, Digga. Danke dir, Digga. Wissenswert. Kuss. Für die 160k Richard Mill habe ich gut und gerne mal den Kredit bei der Bank aufgenommen. Sniffen mit 5 Euro. Krank, 160k Gehaltserhöhung incoming. Digga, Sniffen, du alter Geier. Wenn es wirklich Sniffen ist, funny.
wie ich mir eine Sub leisten kann. Ich habe meine Richard Mill verkauft. Ich dachte, du hast eine 800k Richard Mill. Ja, das ist ja, ich habe ja mehrere Richard Mills. Ey, Chabo, halt's Maul, das lese ich nicht vor. Coco mit 3 Euro Grüße an die Paderborner Jodelgemeinde. Ganz ehrlich.